Was? Was ist das? Ein Kabarett. Das ganze Leben ist doch ein Kabarett. Da wählst du jetzt Moment. Ja, wisst ihr, ich wohne seit ein paar Monaten unter der Brücke. Ja, davor da war ich ein angesehener Geschäftsmann. Einzelhandel. Massenware und Spezialitäten. Aber das mit den Spezialitäten, das ist nicht mehr so gut gegangen. Das ist alles ein bisschen ruhiger geworden. Die Goldgräberzeit, die ist einfach vorbei. Da haben dann so Leute wie der Semmelmeier und ich aufgehört. Ja. Der Semmelmeier, der ist jetzt Touristikchef in einer so einer Skiregion, wo es eh bald nicht mehr schneckt. Ja, und ich wohne unter der Brücke, die eh bald abgerissen wird. Weil so hat jeder seine Sorgen, gell? Aber meine Brücke, die wird ja wieder aufgebaut. Das ist noch sowas wie eine Neubauwohnung. Jetzt war es halt wichtig, dass es anfangen und dass es weitergeht. Und dass es keinen Baustopp gibt. Nicht wie bei der Solaranlage, da zu Tügeln drum. Ich weiß nicht, ob sie das verfolgt hat. Da haben zwei Gemeinden monatelang gestritten. Und am Schluss haben sie halber die Solaranlage gebaut. Auf dem Grund von der Ortgemeinde. Mei, bin ich froh, dass mein Bruch nicht auf der Gemeindegrenze steht. Ja, stellt euch das einmal vor, wenn Berghammer eigene Gemeinde war. Die halber die Brücke auf der Maklerseite wurde gebaut und die halber die auf der Berghammerseite nicht. Ja, wie das ausschaut, bei mir kam er mal wieder in alle Zeitungen. War aber auch nicht das erste Mal. Aber gestritten wird da bestimmt noch. Weil jetzt ist gerade Wahlkampf. Und das mit dem Wahlkampf ist ja nicht so einfach. Weil eigentlich haben sie ja alle ähnlich. Alle haben für den Papst. Wer nicht für den Papst ist, wird eingespürt. Alle haben für neue Radl, alle haben für hergerichtete die Straßen, alle sind international und weltoffen. Jetzt, wenn du zum Beispiel die CSU anschaust, ja, das ist ja inzwischen ein richtiger Multikulti-Verein. Die haben einen Niederbayern als Parteivorsitzenden und als Ministerpräsidenten am Franken. Da hat sich die Makler-CSU denkt, jetzt geht's gar nicht mehr genau. Da haben sie als Ortsverbandsvorsitzenden einen Österreicher gewählt. Ja, ich hab nichts gegen Österreicher. Sind auch Leute. Ich finde also zum Beispiel diese S3er-Witze, die finde ich wirklich abscheulich. Die sind ja direkt rassistisch. Kennt ihr den schon? Geht der S3er von der Arbeit heim, dann kommt er an so einem Müllcontainer vorbei. Und da liegt der Spiegel drin. Dann schaut er rein und sagt er, huch, da ist ein Leich. Sagt er am Straßenweg, sagt er am Polizisten, sagt er, du Gendarm, geh mal her, schau, da liegt ein Leich drin. Schaut der eine, sagt er, ja, und dann noch einer von uns. Nimmt er den Spiegel mit heim, gell, auf die Nacht, gramscht seine Tochter in der Arbeitstasche drin, findet den Spiegel.
Sagt's Mama, Mama, der Papa hat eine Freundin. Schaut die Mutter von der Seite hin und sagt, oh nein, nur so ein Schier. Ja, jetzt lacht's nur, gell? Aber wenn uns die Estra dann im Juni bei der Europameisterschaft wieder putzen, dann hängt euch das Gesicht wieder runter. Aber bloß ein Spaß. Ja, international und weltoffen. Also ist natürlich auch der Hubert von der SPD. Nicht umsonst hat Merkel eine Partnerschaft mit dem polnischen Wadowice. Ist ja, glaube ich, auch gefreut mit der schönen Bürgermeisterin, was weder Deutsch noch Englisch kann. Aber wie jetzt die Makler letztes Jahr getrennt waren an der Vorwahlfahrt, da hat sie ja hoch und heilig versprochen, dass sie jetzt Deutsch lernt. Da war der Hubert unter Zugzwang. Aber er, nicht feig, hat versprochen, dass er jetzt Polnisch lernt. Weil er möchte auch mal mehr Kinder auf Polnisch als bloß ein Glasl Rotwein bestellen. Und soweit ich das gehört habe, ist er auch recht erfolgreich gewesen. Er kann jetzt auch schon ein Glasl Weißwein auf Polnisch bestellen. Also, wie gesagt, alle sind international und weltoffen. Ja. Jetzt haben wir nicht mehr mal die Mattelberger, was dagegen, wenn auch ab und zu in Schützinger Straße hergerichtet wird. Ja. Wenn das nicht weltoffen ist, wo jetzt sowas gehört. Also das mit dem Wahlkampf, das ist nicht so einfach. Ich meine, es gibt ja Politiker, die reden ja praktisch inhaltsfrei. Stundenlang. Das ist wieder gut, auch weil die Kinder nichts verkehrt sagen. Also bei manchen, gell, da hast du ja das Gefühl, dass die nicht als Kinder von ihren Eltern durch banalen Sex gezeugt worden sind, sondern die sind in tagelangen Diskussionen herbeigeredet. Aber die meisten, die tun sich doch ein wenig leichter, wenn sie wenigstens ein wenig ein Thema haben. Die Minierer, die haben jetzt den Transrapid. Das ist ein gutes Thema zum Streiten. Die, die sich nicht auskennen, die sagen, ja, schnelle S-Bahn dazu auch. Also es geht ja gar nicht. Schon wegen dem Denkmalschutz. Weil der Transrapid, der wird ja unter Denkmalschutz gestellt, bevor er gebaut wird. Als Epp und Stolpermahnmal. Und überhaupt schnelle S-Bahn. Ich meine, da hätten die Makler auch sagen können, wir brauchen keine Säule, da hängen wir an die Bamberburg Denktafel. Das ist schon. Also die Mingerer, die haben den Transrapid und die Burghauser haben den Burgaufzug. Das ist auch ein gutes Thema zum Streiten. Ich glaube, der wird auch noch unter Denkmalschutz gestellt, bevor er gebaut wird. Und der Stendl Hans, der überlegt da schon, wie er denn der Aufzug einmal heißen kann, wenn er endlich gebaut wird. Also ich meine halt, wenn die Mingerer den Transrapid haben, dann kann man den Burgaufzug Hans Rapid nennen. War ein guter Name, oder? Apropos Aufzug. Wisst ihr das, wie er das hergegangen hat, wie sie den Stammhahn, den Kirchturm hergerichtet haben? Da haben dann die Kirchenältesten einmal auf die Nacht mit dem Aufzug außen aufgefahren. Und wir sind wieder runtergefahren und unser Pfarrer gerade in 30 Meter Höhe in dem Aufzugkorb drin hängt, bleibt, wie es der Teufel haben will. Sagt man das bei einem Pfarrer? Naja, Teufel hier oder er, auf alle Fälle bleibt der Aufzug stecken. Da ist unser Pfarrer schon ein wenig zweierlaufen, gell? Weil du weißt ja nicht, wenn du da aus 30 Meter Höhe runterfällst, wie viel Engel, dass sie gerade Zeit haben zum Auffangen. Oder Lust. Aber sie haben ihn dann schon wieder runtergelutzt, gell? Und er hat auch nicht
in die Sprungdurch von der Stammhammer Feier springen müssen, auch wenn er das dann noch ein paar Mal erzählt hat. Aber jetzt wieder zurück zum Wahlkampf. Also die Mingerer, die haben einen Trans Rapid und die Burghauser, die haben einen Burgaufzug. Und bei uns. Mal meine Brücke nehmen, gell? Weil meine Brücke war schon auch wichtig. Na, da ist schon der Papst drüber gefahren. Und danach der Edmund Stoiber. Ja, der Storf in der Lucky von euch mit der Bulldog. Und die Brücke, die macht was. Wir haben da zum Beispiel der Erste, gell, der da sagt, sehr verehrte Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen, die Marktgemeinde Mattel hat ja einen großen Aufschwung genommen in den letzten Jahren. Insbesondere seit ich die Idee hatte, Josef Kardinal Ratzinger zum Papst wählen zu lassen. Und er ist ja schon selber über die Brücke gefahren und deswegen muss sie instand gesetzt werden. Dann können wir sie ja Papst-Benedikt-Brücke nennen. Und dann beteiligt sich der Vatikan auch an den Kosten. Und ich habe die Ritzelfuchs auch schon losgeschickt. Die fahren also drei Tage lang in kommunaler Mission da runter und regeln das. Da kann man also der Nächste, gell, der darf dann sagen, sehr verehrte Parteimitglieder, sonstiges niedere Volk. Die I-Brücke, das ist ja praktisch das infrastrukturelle Herzstück von Mattel, praktisch das Tor zur Welt. Und ich habe auch meine Connections schon spielen lassen, habe mit meinem Freund, dem bayerischen Ministerpräsidenten Günter Wechstein, gesprochen. Und liebe Parteifreunde, also ich kann euch sagen, von dort haben wir völlig grünes Licht. Der Günter Wechstein hat gesagt, wenn die Brücke abgerissen wird, er meint also auch, man soll sie wieder aufbauen. Dann kam ein Dritter und er hat gesagt, ja, aber vom Standpunkt der Sicherheit ist die Brücke eigentlich nicht mehr tragbar. Stellt euch vor, die Brücke bricht zusammen. Sind nicht nur parteigebundene Personen drauf, was da jetzt passieren kann. Sollte also zumindest die Verkehrsbelastung reduzieren. Vielleicht ein Lastwagen, ein Auto pro Stunde. Dann kam einer aus der zweiten Reihe und dann sagen, geht doch weiter, nix. Hat da noch nie was gefeilt? Aber wir vom Bauernverband schon weit rüber gefahren. Wenn der was feind hat, da haben wir schon lange reingefallen. Da gab es eine Demo für die Brücke und da gab es eine Demo gegen die Brücke. Von lauter Streien dann haben sie ganz vergessen, dass sich einer darum kümmert, dass die Brücke wieder hergerichtet wird. Gell? Statt dem fliegen sie da drum an dem Ranch da ein wenig umeinander. Das ist jetzt auch direkt zum Lachen. Aber so funktioniert Politik. Gell? Aber ich will jetzt auch nicht unfair sein. Manchmal arbeiten die Politiker ja auch ganz vernünftig, wenn nicht gerade Wahlkampf ist. Ich werde mich jetzt dann auch wieder, sagen wir, beruflich ein bisschen weiterentwickeln. Und wenn ich mir so die Wahlwerbungen so anschaue, wenn ich denke, dass vielleicht der Werbetexter Not hat, dass diese Wahlslogans so ein wenig zackiger werden. Ich habe auch schon ein paar Entwürfe gemacht. Sag ich einmal schnell. Also der zum Beispiel, Hubert und die SPD machen alles wunderschön. Der ist nur ein wenig zackiger. Der Sepp, der hat Pep. Oder einer, der ist ein bisschen melodischer noch. Günther und die FWG ist wie eine gute Frau. Ja, oder wann habe ich noch? Mattelberger Liste, es rappelt in der Kiste, ich bin in die Neck, schon sind die anderen weg.
der letzte ist schon relativ ausgereift. Ja, aber ich muss jetzt wieder weiter. So viel Zeit habe ich jetzt auch wieder nicht. Wenn diese Informationsveranstaltung nur losgeht, ne, dann sagt bitte Bescheid. Also ich war für diese Brücke. Und Sie sollen bitte Außenrollo hinmachen, dass der Winter nicht so zieht.